In diesem Video zeigen wir, wie einfach man ein Printmailing mit der Deutschen Post versenden kann. Um das Online-Tool nutzen zu können, ist ein Kundenkonto notwendig. Eine Registrierung für ein neues Kundenkonto erfolgt ganz einfach über den roten Button. Los geht's! Im ersten Schritt wird ausgewählt, ob neue Kunden oder Bestandskunden erreicht werden sollen. Weiter geht's mit der Auswahl des Werbeformats. Eine Individualisierung der Versandhülle ist nicht vorgesehen. Versandhüllen sind standardmäßig immer mit Fenster. Einfach hier zwischen den vorgegebenen Formaten auswählen. Als nächstes wird festgelegt, ob es sich um eine werbliche oder nicht werbliche Sendung handelt. Diese Auswahl beeinflusst nicht nur die Portokosten, sondern auch, wann der Brief ankommt. Die genaue Definition einer werblichen Sendung ist hier zu finden. Jetzt kann die Sendung individualisiert werden. Wenn es außer der Adresse und der Anrede keine weiteren Individualisierungen im Anschreiben gibt, klicke auf Basic. Neben der Adresse können bei der Variante Plus bis zu 5 verschiedene Individualisierungen im Anschreibentext hinzugefügt werden. Hier wird die gewünschte Sendungsmenge eingegeben. Als nächstes wird der Name des Printmailings vergeben. Das Druck-PDF für den Werbebrief einfach hochladen oder per Drag-and-Drop reinziehen. Eine Layout-Vorlage zur Orientierung kann über diesen Link vorab heruntergeladen werden. Der rote Schutzbereich muss freigelassen werden. Texte oder Bilder, die in diesen Bereich fallen, werden nicht mitgedruckt. In der Layout-Vorlage sind die freizuhaltenden Zonen sichtbar. Hier die Absenderadresse eingeben. Die Individualisierungen werden mit Klick auf das Plus hinzugefügt. Die Namen der Felder müssen mit den Namen in der Adressliste übereinstimmen. Die Adressdatei wird in einem späteren Schritt hochgeladen. Das Individualisierungsfeld kann mit der Maus zur gewünschten Stelle geschoben werden. Alternativ kann dies auch über die Koordinatenregler erfolgen. Passe die Schriftart und Größe entsprechend des Textes an. Adressen können kostenpflichtig geprüft werden. Das hat den Vorteil, dass nicht zustellbare Adressen aus dem Versand entfernt und somit nicht abgerechnet werden. So spart man Produktions- und Portokosten. Bevor die Adressdatei hochgeladen werden kann, muss der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zugestimmt werden. Eine Adressvorlage zur Orientierung oder Nutzung findest du hier. Zusätzlich zu den in der Vorlage genannten Spalten müssen auch die im Anschreiben eingefügten Individualisierungsfelder ergänzt werden. Nun wählst du die für dich passende Versandoption. Lege den Zustellzeitraum der Kampagne fest und wähle den Tag aus, an dem der Brief spätestens im Briefkasten sein sollte. Abschließend erhältst du eine Zusammenfassung deiner Auswahl und eine Vorschau des Printmailings. Änderungen können nachträglich über den Bearbeitungsbutton vorgenommen werden. Jetzt noch die Rechnungsadresse eingeben und den AGBs zustimmen. Druck, Kuvertierung, Frankierung und Zustellung übernimmt die Deutsche Post. Einfacher geht's nicht.